hat die nächste Gruppe sich gleich mal genommen, um eben daraus Dinge zu bauen, und zwar aus dem OpenStreetMap. Das ist ein Projekt mit eben offenen Daten, und daraus haben sie jetzt das Projekt gemacht, Find Your Flower, und zwar von 0 auf 100, weil sie schon alle so ein bisschen Erfahrung hatten mit so grafischen Sachen und jetzt gesagt haben, ne, jetzt machen wir das mal so richtig, und haben dann direkt angefangen mit allem, was man so kennt, HTML, CSS, JavaScript, und das ist dabei entstanden. Bitte schön, Gustav, Aaron und Jonathan. Okay, jetzt ist es an. Wir haben uns Find Your Flower überlegt. Das ist ein Projekt. Und darüber möchte uns jetzt der Aaron mehr erzählen. Ich bin übrigens Jonathan und... Ich bin Gustav. Und ich bin Aaron. So, starten wir erstmal rein. Und es gibt immer mehr CO2 in der Luft. Und die anwachsenden Städte machen quasi keine freien Flächen mehr für die Bäume. Und deswegen gibt es halt auch keine Umwechsel mehr der Stoffe. Und jetzt ist es halt so, dass sich nicht jeder jetzt gleich einen Baum holen will. Deswegen haben wir die Idee mit den Blumen gehabt. Blumen auf einem Balkon helfen auch. Wir haben eine Webseite programmiert, die Find Your Flower heißt. Das ist sie. Wenn man auf eine Blume draufklickt, dann wird ein entsprechender Blumenladen angezeigt. Und das hat bei jeder Blume einen anderen Blumenladen. Ja, und jetzt macht Jonathan weiter. Die Frage ist natürlich, wie genau funktioniert sowas denn? Wir haben jetzt hier zum Beispiel jetzt einen kleinen Ausschnitt aus unserem Skript. Das ist jetzt die gesamte Organisation und Struktur von unserer Webseite. Das hier ist zum Beispiel, also hier dieser Teil hier, ist, was hier oben jetzt stehen würde. Das sieht man hier auch. Das hier ist dieser Hintergrund, der gerade eben gezeigt wurde. Und hier hat man dann diese vier Knöpfe, mit denen man auswählen kann, welche Blumen jetzt angezeigt werden sollen, also welche Blumen, wo man diese Blumen ganz kaufen kann. Das hier ist die Map, also diese Karte. Die Karte ist aber in sich noch größer, die ist hier unter den anderen Pfeilen, ist hier unter den anderen Dateien genauer erklärt. Und hier unten ist dann nur noch die ganze Einbettung von dem JavaScript-Code. So, kommen wir zu welchen Technologien wir benutzt haben. Natürlich haben wir die OpenStreetMap benutzt, weil woher sollen wir sonst eine Karte kriegen, die legal ist? Wir haben HTML benutzt, CSS und JavaScript. So, weiter. Was nehmen wir mit aus JugendHackt? Also ich kam erstmal hierher und hatte null Hack-Erfahrung, ja. Und dann wurde es mir Tag für Tag immer besser erklärt und ja, jetzt haben wir was Geiles. Also ich kannte am Anfang kaum HTML, ich habe mich damit ein bisschen befasst und ich konnte ein bisschen CSS und ich habe eigentlich kaum JavaScript gemacht. Und dann werde ich jetzt gehen mit ein bisschen JavaScript-Erfahrung, mit HTML-Erfahrung und mit CSS-Erfahrung. Da würde ich mich sehr freuen, da kann ich ganz viele tolle Websites designen. Also ich habe davor Scratch gemacht und ich fand so Coden mit HTML und CSS und JavaScript einfach cool. So, das war's dann. Ja, vielen Dank. Find Your Flower. Genau, das nächste Team ist schon in den Startlöchern.